Ja, hallo. Wir befinden uns heute in der Laguna Grande, mitten im Herzen von La Gomera. Wir wollen heute von hier eine kleine Runde machen Richtung Kiefernwald. Ja, wir werden dabei auch ein kleines Stück durch den Nebelwald gehen. Laguna Grande ist eigentlich die Inselmitte und eigentlich ein touristischer Hotspot. Hier werden alle Leute, die Tagesausflüge auf La Gomera machen, im Bus hingekarrt und dann von hier aus gehen sie dann eine kleine Runde durch den Nebelwald. Da ist alles gut zu erreichen und auch wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, ist das alles kein Problem von hier aus. Hier gibt es einen sehr schön angelegten Spielplatz für die Kinder, einen großen Grillplatz und es gibt auch ein, ja, in Anführungsstrichen, Restaurant, wo man einen Kaffee trinken kann und auch mal einen lecker Keks dazu essen kann. Die schmecken hier übrigens sehr gut, kann ich nur empfehlen. Die Ruhe und Einsamkeit, die man von den meisten Wanderwegen hier auf La Gomera kennt, die findet man hier allerdings nicht. Laguna Grande ist übrigens ein ausgetrockneter Kratersee und liegt im Südwesten des Nationalparks. Für ganz Eilige gibt es hier natürlich auch noch einen 20-minütigen Rundwanderweg, ja, in dem ihr sozusagen im Rekordtempo euch mal den Lorbeerwald anschauen könnt. So, jetzt wandern wir gleich los. Und wie immer, wenn euch die Wandervideos von uns gefallen, nicht vergessen, abonnieren und liken. Und natürlich wie immer findet ihr die Route auch auf Komoot. Da könnt ihr sie ganz leicht nachlaufen oder ihr fragt mich, dann schicke ich euch die GPX-Daten. Von Laguna Grande aus startet man eigentlich direkt in den Nebelwald. Der Nebelwald ist rund 2 Millionen Jahre alt und damit einer der ältesten weltweit. Doch nicht nur die Wanderer lieben den Nebelwald. Hier leben auch über 1000 verschiedene Tierarten. Die Wege am Beginn unserer Wanderung sind sehr eben und leicht zu begehen. Wir haben heute einen echt frischen Tag erwischt zum Wandern. Ja, echt kühl. Wir sind ja auch mit dem Moped hier hochgefahren. Da war es schon ein wenig frisch. Aber der Wanderweg entschädigt uns wieder mal. Woran sich viele deutsche Naturparks auch mal ein Beispiel nehmen können, sind zum Beispiel diese Wanderkarten. Ja, hier ist ganz genau beschrieben, welche Route, wo es lang, welche Schwierigkeit, wie viele Kilometer, was es zu sehen gibt. Ja. Das ist echt toll. Nach knapp über 2 Kilometern biegen wir scharf rechts ab und es geht eine steile Stiege berghoch. Ja, der Weg ist ungefähr 500 Meter lang und gut für die Kondition. Auch ein sehr interessantes Stück Weg, diese Stufen hier im Berg hoch. Der Weg ist gesäumt von üppiger Vegetation, überwiegend von ganzjährigen Farnen. Links sehen wir jetzt einige Kiefernbäume. Das sind ist praktisch der letzte künstlich angelegte Kiefernwald hier. Der wird jetzt so nach und nach auch wieder abgeholzt
und die natürliche Vegetation soll sich dann wieder durchsetzen. Ja, kann also sein, wenn ihr hier so in 2, 3, 4, 5 Jahren vorbeikommt, dass es diese Kiefern gar nicht mehr geben wird. Wir befinden uns jetzt schon wieder auf dem Rückweg nach Laguna Granda und werfen einen Blick hinunter in den Barranco del Agua. So, noch eine Information für euch. Hier stehen überall so Pfeiler. Darauf ist ein Data Matrix Code. Den könnt ihr scannen mit eurem Handy. Und dann könnt ihr euch einen Audio Guide runterladen und hören, was es hier so Schönes zu sehen gibt. Wir sind zurück am Laguna Grande. Ja, waren jetzt so knapp 9 Kilometer Wanderung. Sehr empfehlenswert, nicht allzu schwer. Könnt ihr gern machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, abonnieren und liken.